Und behäbig, aber gucken Sie sich mal den hier an. Der geht ab wie Schmitz Katze. Traktorpulling nennt man den Sport. Dabei treten hochgerüstete Sporttrecker aus ganz Europa gegeneinander an, mit dem Ziel, einen Bremswagen möglichst weit zu ziehen. Getrickst wird dabei mit Hubschraubermotoren, Spezialtreibstoff und Tausenden von PS. Und anschauen kann man sich das Spektakel in Edewecht im Landkreis Ammerland. Noch ein paar Minuten bis zum Start. Die Creme de la Creme der internationalen Trecker-Pulling-Szene wärmt sich auf. Zehntausende PS noch im Leerlauf. Und mittendrin das Red Shadow Team aus dem Ammerland. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern haben sie keinen hochgezüchteten Sporttrecker dabei, sondern ihren Bremswagen. Der Bremswagen ist sozusagen das Sportgerät für die, ja, für die Sportserie im Traktor-Pulling. Und der bringt auf der 100 Meter langen Distanz sozusagen die Traktoren zum Stehen. Für die Edewächter und ihren selbst entworfenen Wagen ist die Veranstaltung eine Generalprobe. Das nächste Treffen findet bei ihnen zu Hause im Ammerland statt. Und bei tausenden erwarteten Fans soll ja alles funktionieren. Start frei für Runde 1. Bremswagen gegen Monstertrecker. Zwischen den Läufen müssen die Edewächter ackern. In der nächsten Runde treten die ganz schweren Trecker an. Mehr Gewicht muss auf den Wagen. Für den Piloten wird das ein wilder Ritt. Das ist ein Gefühl wie auf einer Achterbahn. Das ist ein Atemraum, Geschwindigkeit, wie es losgeht. Und zum Schluss halt dieses Bremsen. Ist doch schon ein geiles Gefühl. Flugzeugmotoren bis zu 8000 PS. Bei den großen Maschinen vibriert die Luft. Die Veranstaltung geht den ganzen Tag. Und das einzige Fahrzeug, das bei jeder Runde dabei ist, ist der Edewächter Bremswagen. Die Technik funktioniert heute. Die Anspannung vor der eigenen Veranstaltung bleibt aber trotzdem. Bei der Heimveranstaltung hängt da einiges mehr dran, nämlich klappt alles, läuft alles, das Ganze drumherum und so weiter und so fort. Kommen genug Zuschauer, ist das Wetter gut und so weiter und so fort. Da gehört so viel bei, da ist man, also ich kann Tage vorher schon nicht mehr schlafen. Ob mit oder ohne genug Schlaf, Start ist auf jeden Fall am Samstag ab 11 Uhr.